Liebe Freunde, mit diesem schönen Ausblick möchte ich euch heute zwei Geräte vorstellen von der Firma Plug-in Festivals. Und zwar ist das einmal eine Travelbox, also eine Powerstation und ein faltbares Solarpanel mit 120 Watt. Zum Ende des Videos könnt ihr solch eine Travelbox hier gewinnen, also bleibt auf jeden Fall dran. Und jetzt kommen wir einfach mal zum Produkt und auch zur Firma ganz kurz. Plug-in Festivals hat so angefangen, dass sie gesagt haben, wir vermieten diese Powerstations, zum Beispiel auf Festivals oder ähnlichem. Und jetzt ist es aber so, sie haben ihr Know-how bzw. ihre Erfahrung aus dieser Zeit genommen und haben mit einer anderen Firma ein Produkt entwickelt und haben da quasi ihre Erfahrung mit eingesteckt und natürlich auch eure Erfahrung. Also das heißt, sie haben ein bisschen was gemacht, damit ihr bzw. der Kunde einfach zufriedener ist. Ganz wichtig ist zu sagen, Plug-in Festivals stammt komplett aus Deutschland. Das ist sehr, sehr wichtig, weil die letzte Powerstation, die ich vorgestellt habe, da gab es viele Probleme. Es gab keinen Kundenservice oder so gut wie gar keinen Kundenservice. Dann waren viel zu wenig Mengen da und das soll hier einfach anders sein. Also das heißt, ihr habt auf jeden Fall einen Service, ihr habt Leute, die ihr ansprechen könnt, die Deutsch können und die auch in Deutschland sind. So habt ihr auch bei Problemen natürlich immer den Service. Das ist schon mal ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Und bevor ich jetzt weiter von irgendwelchen Sachen schwärme, zeige ich euch einfach mal, was die Box kann. Als allererstes kann man von außen sehr, sehr gut, glaube ich, erkennen, dass hier Staubkappen davor sind, denn diese Travelbox ist IP23 spritzwassergeschützt. Natürlich nur, wenn die Klappen zu sind. Wenn sie offen sind, dann habt ihr natürlich die offene Steckdose und da müsst ihr natürlich dann dementsprechend ein bisschen vorsichtig sein. Aber das heißt, wenn ihr jetzt irgendwo hinfahrt oder irgendwas macht oder sie zum Beispiel irgendwo an den Strand stellt oder wie auch immer, dann ist die ganze Sache auf jeden Fall ein bisschen geschützt. Was kann die Box jetzt genau? Also die Box hat 444 Wattstunden, das heißt, es sind ungefähr 40 Amperestunden, also eine ziemlich große Powerbank, würde ich einfach mal sagen. Dann hat sie integriert 230 Volt, das heißt, ein Inverter ist drin. Ihr habt mehrere USB-Boxen, an die ihr quasi zum Beispiel euer Handy stecken könnt oder eine Akkubank damit dann wiederum laden könnt. Die 230 Volt können 500 Watt Sinus, das heißt, ihr könnt Geräte mit einer Leistung von 500 Watt anschließen. 3 Sekunden Spitzenleistung kann sie auch 700 Watt leisten. Und ansonsten, was haben wir noch? Auf der anderen Seite haben wir den 12-Volt-Anschluss, der mit 180 Watt betrieben werden kann. Was in dem Fall ziemlich viel ist, das ist zum Beispiel, falls ihr irgendwie einen Kompressor betreiben wollt, also einen 12-Volt-Kompressor oder ähnliche Produkte, dann könnt ihr das hiermit tun. Und hier unten habt ihr dann dementsprechend nochmal den Input. Das heißt, wenn ihr jetzt über die Solaranlage zum Beispiel, über das Solarpanel aufladen wollt, könnt ihr das hier tun. Oder was man noch machen kann, ihr könnt die ganze Geschichte natürlich über 230 Volt aufladen oder auch über einen 12 Volt Kfz-Stecker. Das ist alles möglich. Und damit ihr jetzt natürlich gucken könnt, wie voll eure Powerstation zum aktuellen Zustand ist, habt ihr hier einmal die kleine Batterie zu sehen. Da habt ihr LEDs, das sind 5 Stück. Und da könnt ihr den Status von eurer Powerstation abrufen. Und falls sich das dem Ende neigt, möchte ich euch jetzt ganz kurz noch diese Solartasche vorstellen. Und zwar ist das ein faltbares Solarpanel mit 120 Watt. Die Powerstation kann geladen werden mit 90 Watt. Warum dann 120 Watt? Dann hätten sie auch 90 Watt machen können. Und zwar ist es so, dass ihr niemals die maximale Leistung auf so einem Solarpanel rausholt. Und aus dem Grund die 120 Watt, damit ihr auch wirklich mit 90 Watt laden könnt. Wie schaut das ganze Teil aus? Erstmal habt ihr hinten eine Tasche. Da ist eine Menge Kabel drin. Also das heißt, ihr könnt eure Travelbox quasi bei euch in Van stellen und dann dementsprechend die Solartasche nach draußen stellen, damit die Travelbox auch immer geladen wird. Wollt ihr die Solartasche jetzt irgendwo aufstellen, könnt ihr das ganze Ding aufklappen und ganz einfach in die Sonne stellen. Hierfür gibt es im hinteren Bereich
auch noch Aufsteller, mit denen könnt ihr das Ganze sogar mit Heringen oder ähnlichem im Boden verankern. Ja, und ich finde das sehr, sehr praktisch. Es ist alles sehr, sehr schnell aufgebaut. Aus meiner Erfahrung kann ich heraus sagen, ich habe das Teil jetzt ein paar Wochen schon. Bei uns ist es ja so, wir haben eine fest verbaute Solaranlage und auch eine fest verbaute Lithium-Ionen-Batterie. Das Ganze ist super gut, gar keine Frage. Und ich bezweifle auch, dass ich so ein Teil hier dauerhaft betreiben werde. Allerdings muss ich ganz, ganz offen und ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr viel hiermit programmiert und auch Filme geschnitten, weil ich das meistens abends mache. Und um einfach unseren Akku zu sparen, habe ich dann das ganze Paket hier genommen, habe das tagsüber aufgeladen über das Solarpanel und abends habe ich mir das dann in unseren Fridolin reingestellt, also in unseren VW LT. Und ja, habe damit dann meinen Laptop betrieben, was echt super funktioniert hat und konnte somit einige Nächte meine Videos schneiden oder auch programmieren. Ich war wirklich insgesamt sehr, sehr zufrieden damit. Der einzige Nachteil, der mir aufgefallen ist oder was mir einfach aufgefallen ist, ob es ein Nachteil ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Diese Akkustandsanzeige, die zeigt den Akkustand nur an, wenn ihr die 230 Volt anmacht. Da finde ich, könnte man zum Beispiel irgendwie einen Taster anbringen oder ähnliches, dass man halt den Akkustand jederzeit anzeigen lassen kann, ohne extra den Wechselrichter einzuschalten. Aber ansonsten wirklich cooles Produkt. Ihr habt hier an der Seite nochmal ein kleines Fach, wo ihr dann zum Beispiel die Kabel, die Anschlusskabel reinpacken könnt. Und ansonsten, glaube ich, gibt es gar nicht viel mehr zu sagen, als zur Verlosung zu kommen. Und zwar ist es so, wie ich am Anfang gesagt habe, ihr könnt euch eine Travelbox 500 hier gewinnen. Natürlich nicht die hier auf dem Tisch steht, das ist ein Pressestück, das wurde schon ein bisschen verwendet. Ihr kriegt direkt von Plug-in Festivals ein neues Teil zugeschickt. Und was müsst ihr machen? Schreibt mir einfach unten in die Kommentare, was ihr mit dem Teil anstellen würdet, wo ihr es benutzen würdet, wofür es benutzen würdet. Da wird dann per Zufallsprinzip jemand ausgesucht. Und schreibt auch gerne euren Instagram-Account dazu, falls ihr einen habt, so kann ich euch besser erreichen. Und ansonsten antworte ich euch hier im Kommentar und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Produkt, wenn ihr es denn habt. Und natürlich für diejenigen, die das Teil nicht gewinnen, unten in der Videobeschreibung sind alle Links zu den Produkten. Es sind nicht nur die beiden Produkte, sondern es ist auch noch eine Kompressor-Kühlbox, die ebenfalls passend von Plug-in Festivals entwickelt wurde für diese Teile. Und da wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr da einfach mal reinschaut. Und lasst schöne Grüße da. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!